Das Spendenjahr des Lenné-Parks in Frankfurt-Oder findet in diesem Jahr ein Ende. Am 29. September stellt die Bürgerinitiative Lenné-Park die Ergebnisse des Jahres vor. Im gesamten Jahr werden durch Aktionen wie Sportläufe und Veranstaltungen Gelder gesammelt, die für die weitere Erhaltung und den Ausbau des Lenné-Parks dienen. So wurde bei den Läufen, die in diesem Jahr stattgefunden haben, unter anderem für einen neuen Baum im Park gesammelt. Sperrung der Stadtbrücke. Am Dienstag wird von 17 bis 20 Uhr die Slubitzer Straße ab Karl-Marx-Straße in Richtung Polen vollständig gesperrt werden. In dieser Zeit erfolgt auf der Stadtbrücke eine Filmproduktion anlässlich der Bewerbung um das Zukunftszentrum für europäische Transformation und deutsche Einheit. Der Veranstaltungsbereich befindet sich zwischen der Schulstraße und der kompletten Stadtbrücke bis zum Kreisverkehr auf polnischer Seite von Slubice. Fußgänger können den Bereich weiterhin passieren. Gemeinsames Wassermanagement. Brandenburg, Berlin und Sachsen unterzeichnen ein gemeinsames Positionspapier für ein gemeinsames Wassermanagement. Darin soll es unter anderem um die Problembewältigung des Bergbaus gehen und die neuen Aufgaben des Strukturwandels. Die Länder rufen weiterhin den Bund dazu auf, die Verantwortung im Prozess stärker als bisher wahrzunehmen. Angriffe auf die Infrastruktur. Seit Monaten häufen sich Angriffe gegen die Brandenburger Verkehrs- und Versorgungsinfrastruktur. Unter dem Deckmantel des Protests gegen die Klimapolitik haben selbsternannte Aktivisten versucht, Ölleitungen der Raffinerie in Schwedt zu manipulieren und den Straßenverkehr mit Klebeaktionen zu blockieren. Mehrere Personen versuchten sogar, das Kraftwerk in Jenschwalde gewaltsam lahmzulegen. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen sagte, dass es sich nicht um Kavaliersdelikte handle, sondern um Straftaten, bei denen Gefahr für Leib und Leben Unbeteiligter bewusst in Kauf genommen werde. Stübgen fordert daher empfindliche Strafen für die Täter. Förderbescheide an Lutherstift Frankfurt-Oder wurden übergeben. Mit dem Inkrafttreten des Krankenhauszukunftsgesetzes des Bundes wurde der Krankenhauszukunftsfonds geschaffen, um vor allem Investitionen in die digitale Infrastruktur zu fördern. Gesundheitsstaatssekretär Michael Ramft übergab heute Förderbescheide aus dem Krankenhauszukunftsfonds für das Land Brandenburg an das evangelische Krankenhaus Lutherstift Frankfurt-Oder. Das Haus kann mit einer Förderung von rund 900.000 Euro rechnen. Kabarett Lila Lied erzählt von der Lust des queeren Lebens, dem Anderssein und der Verfolgung. Das multimediale queere Kabarett Lila Lied verwandelt das Frankfurter Kleistforum am 24. September in eine quirlige Manege und begibt sich auf eine musikalische Reise durch die Subkultur der Weimarer Republik. Beginn ist am 24.09. um 19.30 Uhr auf der Hinterbühne im Kleistforum. Frankfurt-Oder, VW Passat gestohlen. Aus der Straße Bruno-Petersberg entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag einen VW Passat im Wert von mehr als 10.000 Euro. Polizisten leiteten die Fahndung nach dem PKW ein, von dem bislang noch jede Spur fehlt. Einen VW Caddy kontrollierten Polizisten am 18.09. gegen 11.30 Uhr in der Berkenbrücker Chaussee. Ein Drogenschnelltest bei der 53-jährigen Fahrerin zeigte, dass sie mutmaßlich unter dem Einfluss von Cannabis am Steuer gesessen hatte. Eine Blutentnahme und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren waren die Konsequenz. Keine Fahrerlaubnis. In der Karl-Marx-Straße ertappten Polizisten aus Frankfurt am 18.09. gegen 11.30 Uhr einen 51-Jährigen beim Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Beamten hatten ihn in seinem VW Golf fahren gesehen und einer Kontrolle unterzogen.